Ja. Und warum haben wir aufs Laken geschissen? ganz blöder. Ich hab geschurzt. Ja, okay. Also wir leiden unter Skubophobia. Ich glaube, also nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, das ist die Angst davor, angesehen zu werden. Kann das sein? Also du hast quasi eine Phobie davor, dass sich jemand anguckt. Okay. Ja, ich hab schon... Das, da weiß ich, da bin ich raus. Glaube ich zumindest. Ja, wir sind noch im Krankenhaus. Wir haben wahrscheinlich nur ein Leibchen an und der Arsch hängt frei. Oh, warte mal, hier, Rollstuhl? Nee. Nichts geht. Hallo? Wie, du kannst auch nicht in den Rollstuhl? Nee, ich möchte auch nicht in den Rollstuhl. Warte mal, ne? Ja, dunkel wie ein Bärenarsch hier, wunderbar. Also die haben ja was erzählt, also wir wurden ja überfallen, wurden von der Polizei irgendwie dann abgeholt. Ja. Weil... Code White in Room 323. Code was? White in Room 323. Was heißt denn Code White? Ja, nee, keine Ahnung, wahrscheinlich ist ein Arzt schlecht oder was, ich weiß ja nicht. Oder vielleicht wurde wirklich ein Arzt angegriffen. Code White? Oh, kann sein. Wer weiß. Alter, wir sind... Aber... Ja? Ja? Wir sind ultra langsam und dann wieder können wir so... Das ist komisch irgendwie. Wir können... Auf der einen Seite können wir total schnell rennen, aber dann bewegen wir uns auch total klebrig langsam an manchen Sachen hier vorbei. Jetzt zum Beispiel. Was? Was war das? So, ab hier können wir quasi rennen. Verschlossen. Select an Item. Ja, ach, was nehmen wir denn, Benny? B7. B7, okay, shut up and take my money. Find's eigentlich ja nicht mal schlecht, dass wir an vielen Stellen nicht rinkommen. Oh. There's a key. 4 Raum, 323. Okay. Call to security. Alter. White. Emergency in room 323. Code White. Emergency in room 323. Und hier können wir ein paar Kippen mitnehmen hier. Okay, warte mal. Oh Gott, hier ist ja. Psychiatrie, Alter. Nee, da will man nicht rennen. Da will man nicht rennen. Da ist wir. Ist ja zum Glück. Was? Noch verschlossen. Wir wollen ist ja jetzt zum Glück noch verschlossen. Winkel. Winkel. Genau. Das klemmt. Na, wer lässt dann da seine Sticks fallen? Don't you dare touch me, you what? Seize him and give him the sedative. Now! Get off me! Fuck off! Okay. Hallo? Ist hier irgendwo. Was macht denn da eine Tür? Ein Code Weiß? Meine Güte. Was ist denn da? Ach, echt jetzt? Oh, da liegt ein Schlüssel. Bei den Putzis liegt der Generalschlüssel. Vielleicht könntest du mit dem richtigen Werkzeug die Wand einbrechen. Ja. Dann nimm doch mal den Stick, den er die ganze Zeit fallen lässt. Den du da hörst, so. Tja. Was ist denn da? Liegt da, ein Brecheisen? Ja, das dachte ich auch gerade, aber nee. It's not a crowbar. Sorry. Okay. So, hier ist nichts. Die Frage ist, wo finden wir denn jetzt hier? Geeignetes Werkzeug. Ja, ich würde den Hausmeister fragen. Janitor? Der hat meistens sehr viel Werkzeug. Ja, genau. Wen? Dr. Janitor. Ja, Janitor. Janitor. Ja, okay. Tja. Mann, ey, warum ist das schon so scheiße? Nichte.
Weint? Weint? Wer weint denn? Jetzt höre ich jemanden weinen. Oh, oh. Oh. Ach, jetzt darfst du aufs Darmklo, guck mal. Hallo? Oh! Oh nein! Oh nein, ich kann mal vorhin. Ah, oh, guck mal hier. Ich hab grad voll aus Angst gegen meinen eigenen Monitor gespuckt. Gott. Was ist denn das? Oh, ich könnte mich schon einscheißen hier. Kloppen jetzt einfach über Half-Life hier durch. Das ist erstaunlich, weil du hast sofort ein etwas beruhigenderes Gefühl. Irgendwie, wenn du so eine Brechstange in der Hand hast, irgendwie. Als wenn dir irgendwas brennt hier. Kann sie ja noch nicht mal benutzen oder irgendwas. Ich wollte gerade sagen, fühlst du dich jetzt sicher? Ja, das ist wie mit der Shotgun. Ach ja, genau. So, okay, dann lass uns doch mal hier ein paar Ziegel kaputt machen. Jetzt guck doch da nicht so durch. Leg schon los, Junge. Immer, um 7 fängt hier die Maluche an, Junge. Du kannst den Gegenstand nicht lagern. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Okay. Jetzt klettert er da so durch, okay? Einfach mal ein bisschen mehr noch freizuschlagen oder so. Meeting Room. Meeting Room. Okay. Unheilsschwangere Musik hier, ey. So, der Meeting Room. Oh. War da aber schlagartig auf. Okay, vergiss es. Ich hab gerade gesagt, so die Melodie hat gerade aufgehört. Aber. Ah! Oh! Was? Wieso? Was? Wieso? Au! Ja. Okay. Okay. Rakan? Das war Rakan, oder? Ja. Der war jetzt irgendwie nicht so ganz so happy mit der Situation hier gerade. Was haben wir denn getan? Warum mit unserem Bild hier? Er mag uns? Wo ist denn der Meeting Room? Keine Ahnung. Wo war denn der Meeting Room? Du musst den ganzen Weg komplett wieder zurück. Ja, ja. Erstmal. Aber Mann. Weil jetzt ist die Frage, ob du Map und nichts, Hide and Seek machen musst, mal wieder? Was? Na, ich geb jetzt Fersengeld. Ich bin jetzt hier stehen geblieben und ich renn jetzt. Okay, na dann renn durch. Wo ist der Meeting Room? Weiter. Und ich glaube irgendwann jetzt hier links oder rechts. Oh, wie? Sag mal was. Nein, er rennt nicht! Er rennt nicht! 3-0. Ah! Ja, genau da rein! Ja, ja, guck mal, du, ja! Er rennt aber nicht, jetzt rennt er wieder. Nein, hier ist doch nichts. Meeting Room! Ja, Meeting Room 3F, guck mal da, wo das rote Licht ist und die Hand drücke. Oh, los, schnell, mach zu! Oh! Alter, hat der gerade die Klinke abgerissen? Jetzt sag dem Hausmeister. Ja, hau bloß ab. Oh. Da. Problem ist ja, wir kommen hier nicht mehr raus. Alter, oh Mann. Was ist? Mann, ich scheiß du hier weg. Das ist ja mal gar nicht stressig gewesen gerade. Ja, war aufregend für dich, Benny. Für mich war so lala.
Ja, okay, jetzt sind wir hier im Meeting. Gibt es denn hier irgendwas für uns? Haben wir? Finden wir hier irgendwas? Is there something we can find? Rollwagen? Weg damit. Es ist aber auch immer wieder... Immer da. Es ist auch ein Scheiß... What up? Ich hab noch nie mal gerafft, was das gerade war. Der Fernseher ist angegangen, oder was? Entweder der Fernseher oder der Generator. War da hinten nicht eigentlich alles ein bisschen dunkel, oder? Möchte diese Taschenlampe jetzt nehmen. Nimm diese Taschenlampe. Ja, nimmst du doch mal. Oh. Och, da, du, die Fußabdrücke da unten sehen auch gut aus. Oh, nee. Super nice. Oh. Und ein Schlüssel. Okay. Was ist er für einer? Entlassungsflügel. Ah, Transitweg Wing 2. Hm. Ja, wo ist der? Also, der Transitwing, da kommen wir ja gerade her, ne? Da sind wir gerade hergerannt gekommen. Können wir das da verschieben? Oh ja. Ist jetzt nur die Frage, willst du es verschieben? Aber die Frage hast du schnell beantwortet. Naja, also, ja, was sollen wir denn jetzt hinrennen? Scheiße. Den Fußabdrücken hinterher? Oh, Scheiße. Wenn ich hab kein gutes Gefühl hierbei. Zeig dir, wie das ist. Kein gutes Gefühl. Ah, das wird schon. Ja, ja, locker. Das wird schon. Aber wir. Fuck out of your face! Willst du ihm jetzt wirklich hinterherlaufen? Nee. Ich renne in die andere Richtung. Staircase. Opa! Oh. Das Ding! Exit! Ja, ich würde sagen. Ja. Nein! Was? Schubsen? Ja, mach doch! Oh, Scheiße! Achso, er springt selber! Ja, selber! Na, ist doch okay! Oder? Nein! War der jetzt Rackern? Spring jetzt hinterher? Was macht der denn? Oh nein, das sieht nicht gut aus, wenn er den Kopf so raushält bei den Scherben! Ja, nicht gut, Alter! Nicht gut! Hoppada! Stöhnen! Oh! Auf! Oh. Au! Oh, wir brauchen Pflaster! Wir brauchen irgendwie ein Pflaster! Oh shit! Wo sind wir denn jetzt? Also wir haben den Wing 2 anscheinend gefunden. Also du. Das war Wing 2. Hinweis. Nein, wir sind wieder am Haus. Oh! Ja. Okay. Oh! Cool. Cool, sieht gar nicht, als ob ich nie weg gewesen wäre. Okay, da kommen wir nicht lang. Alter, wir drehen langsam so richtig ab. Ja, runter. Nee, ja, ich würde jetzt genau mal sagen, hier dieser Schnurrspur hier folgen hier. Dem. Oh. Yep. Der Nabelschnur hier. Ja, die zeigt direkt nach. Vorne. Ach du Scheiße, ich muss nur die irgendwo Scheiße hier finden, ey. Oh. Da, guck mal, ein Bild. Ekelhaft. Auge Nummer 1. Was da? Nein, da ist kein Auge dran, Alter. Du kannst das schon aufmachen. Nein, hier ist... Ach nee, da unten ist auch noch eins. Ah, okay. Das hab ich gekonnt, übersehen. So, ich muss mal gucken, wo das Ding hier hingeht. Ah, da. Warten! Warten! Keine Ahnung! Ja! Oh. Nein, Mann, Alter, lass mich! Lass mich doch in Ruhe! Hast du gut gemacht. Hast du top. Ja, uns fehlt aber das Bild mit dem Auge. Ja, du bist aber, glaube ich, du ist doch, bist du auf der richtigen Spur, oder nicht? Ich weiß jetzt nicht, ich folge hier einfach irgendein Schnapp. Ja.
Oh, ist das widerlich, Alter. Es ist so ekelhaft. So, und gleich kommt die Überraschung. Er steht vor der Tür. Lexi, komm. Nein, auch. So dachte ich mir das, Alter. Was? Wer ist er denn? Oh Gott. Willkommen bei Outlast Whistleblower. Genau. Jetzt sind wir wieder im Krankenhaus oder was?